Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Feudal Forest Village. In der letzten Folge haben wir mit der Expedition das Schaf entdeckt. Das heißt, ich würde eigentlich sehr, sehr gerne jetzt, bevor diese Herberge gebaut wird, mich um das Schafgehege kümmern. So, wo bauen wir das jetzt hin? Hier ist eigentlich noch Platz. Aber das ist dann weit entfernt von der Schneiderei. Wobei, wir könnten die Schneiderei auch abreißen und sie da hinten bauen lassen. Ich könnte das Schafgehege auch hier oben hinbauen. So, beide. Genau. Und probieren wir das jetzt mal aus. So. Ein Arbeiter. Okay, das ist mir eigentlich ein bisschen zu groß. Das erste würde ich eigentlich schon etwas kleiner bauen. Aber ich will dem Schaf auch genug Platz lassen. Alte Schafe, um Fleisch und Wolle zu sammeln. Futter, Wasser, Heu während der kalten Jahreszeit. Jäger sind erforderlich zum Schutz vom wilden Tier, vor wilden Tieren. Okay, das heißt, die brauchen Heu und Wasser. Hier ist kein Brunnen in der Nähe, das heißt, okay, wir machen das so. Ist da Platz? Ich denke schon. Dann würde ich das hier so bauen. Vielleicht sogar etwas größer, genau. Oder sogar so. Nee, drei Arbeiter ist mir zu viel. So, 18 mal 18, das erste Feld, also das erste Schafgehege, das müsste eigentlich so passen. Nur einer, der das baut? Okay. Schlimmstenfalls können wir die Wolle, die wir hier einlagern werden, nach hierhin transportieren lassen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. So. Ich werde hier den Weg jetzt erstmal abbrechen. Du bist leer und da nehmen wir dann auch raus. Hier ist nämlich okay. Hier füllt sich so langsam. Aber es ist auch okay. So. Und Brennholz wird hergestellt. Sehr gut. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ah ja, wie blöd, ich muss auch das Spiel laufen lassen, damit sich überhaupt was machen lässt. So. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und einerseits ist es ja auch gut, dass ich das jetzt hier hinbaue, denn so bleibt dann hier die Natur um das Bienengehege erhalten, beziehungsweise Bienenhaus. Hier müsste eigentlich alles sehr produktiv arbeiten, da so viele Bäume drum stehen, das dürfte eigentlich gut sein. So. Hier können die Äpfel abgeerntet werden. Kürbis ist am Wachsen, das ist gut. Wie sieht es hier aus? Weizen ist am Wachsen. Flachs haben wir schon ein bisschen. Hafer haben wir auch ein bisschen. Moment, wir haben jetzt nur ein Feld an Hafer. Das wird knapp. Und das hier ist Heu, ne? Getreide. Mehl. Weizen. Ui. Ah, ja, okay.
Das heißt, wir müssen Gras anpflanzen. Okay. Naja, momentan haben wir ja noch genug Heu. Da brennt. Unser Fischer ist gestorben. Altersschwäche. Ja. Kürbisse. Wir haben Kürbisse. Sehr schön. So. Das ist bald auch schon fertig. Noch zwei Baufortschritte, das müsste eigentlich jetzt recht schnell gehen. Ja, noch einer. Ach komm, den einen hättest du noch machen können, ne? Hallo? Komm schon. Yay. Den setzen wir hier rein. Natürlich stehen hier. Da passen zwei Leute rein. So, dann setzen wir wenigstens einen rein. Ich hoffe, dass hier jetzt kein wildes Tier unser Schaf. Willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Ehrlich jetzt? Ist das euer Ernst? Okay, dann bauen wir eine weitere Jagdhütte hier hin. Und zwar genau dahin. Da müsste dann eigentlich unser Schafgehege ziemlich gut geschützt sein. Nahrungsreserven sind niedrig. Aha. Das regt mich gerade ein bisschen auf. So, hier werden wir jetzt ein paar Hühner killen lassen. Hallo? Wieso tut das niemand? Wir müssen nämlich unbedingt Hafer sparen. Das regt mich gerade schon ein bisschen auf, dass jetzt das Gebäude war knapps gebaut und schon hat irgendein Tier unser Schaf aufgefressen. Gut, dann müssen wir halt das Gebäude ein weiteres Mal bauen. Ja, ich denke, wir gehen auf 10 runter. Oh Gott, dauert das lange. Komm, noch eins. Gut. Bist du da? Ja, sie ist da. Dann killen wir hier auch ein paar Hühner.
Eigentlich müsste ein Hühnerstall ausreichen, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ein Hühnerstall müsste eigentlich ausreichen. Hier haben wir dann immerhin 54 Hühner. Dann brauchen wir diesen hier nicht. Okay, dann erstmal ein bisschen abholzen. Die paar Bäume da. Wir versuchen das jetzt einfach mal so. Den Hühnerstall können wir ja immerhin im Nachhinein noch abreißen lassen. So, wir gehen auf 5 runter auch hier. Das ist eigentlich okay so. Gut. Komm, 2 Bäume. 2 Bäume. Jetzt müsste eigentlich das Holz gebracht werden, oder? Komm schon, bitte. Wieso dauert das so lange? Nahrungsreserven sind niedrig. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir haben 5.348 Gemüse. Das ist doch nicht gering. So, jetzt bauen. Und zwar pronto. Dann haben wir halt wieder keine Personen mehr frei. Denn da werde ich dann den einen hier einsetzen und den anderen in die Fischerhütte, wo der Fischer gestorben ist. Und dann haben wir wieder keine Person mehr frei, um was anderes zu tun. Okay, gut. Das setzen wir auf 1. Du dahin. So. Der jugendliche Zane ist älter geworden. Gut. Das passt. Dann den einen hier in die Fischerhütte. Und das hier muss abgerissen werden. So leid es mir auch tut, das muss abgerissen werden. So. Dann nehmen wir auch einen hier von den Gehegefeldern runter. Und ich hoffe, dass wenn wir das jetzt neu bauen, unser Schaf nicht sofort gefressen wird. Ich hoffe es einfach nur. So, wie sieht's hier aus? Wird hier zum zweiten Mal schon? Oha, ihr arbeitet aber schnell. Das kann abgeerntet werden. Ihr Flachs wird auch schon zum zweiten Mal angepflanzt. Und das hier kann alles abgeerntet werden. Gut. Hier wachsen momentan keine Zitronen. Das ist schade, aber auch nicht schlimm. So, eine Person hier eingesetzt zum Abreißen. Los geht's. Das ist gerade schon ein bisschen schade, dass der Schafstall abgerissen werden muss.
und wieder neu gebaut werden muss. Wieso tut das jetzt keiner? Bist du das? Es scheint so, ja. So. Nee. Du bleibst jetzt hier und machst da weiter. Wie? Wieso machen die jetzt nicht mehr Bup-Bup? Das ist jetzt aber doof. Die haben den Sound wirklich geändert. Mann, ich hab den anderen Sound gemocht. Naja, dann halt so. Boah, wie lange dauert das? Los, 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 los. Abbauen, abbauen, abbauen. Abbauen, abbauen, abbauen. Das dauert schon lange. Okay, jetzt müsste das eigentlich bald fertig sein, oder? Okay, ist fertig. Ist fertig. Gut. Jetzt haben wir wenigstens die Vorlage schon. So wissen wir genau, wo, wie groß wir das jetzt so bauen. Genau. Und zwar so. Und dann lassen wir das jetzt so gebaut werden. Gebaut werden, das war kein Deutsch. Lassen wir das jetzt so bauen. Wir haben kein Holz. Auf jeden Fall nicht genug. Weiter Holz abholzen hier. Zwei Leute sind frei. Ja, schade. Ich hatte gehofft, dass wir das jetzt in dieser Folge noch erfahren, wie, wo, was da so laufen wird. Anscheinend leider nicht. Aber wir werden dann in der nächsten Folge sehen, hoffentlich, dass dann das Schaf nicht sofort aufgefressen wird. Falls es überleben sollte, werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie das sich so entwickelt. Da ist wieder jemand gestorben, und zwar an Altersschwäche. Ja, jetzt geht das los mit dem Altersschwäche-Sterben. Und uns fehlt Holz. Wir werden uns in der nächsten Folge sehen. Ich werde das zwischen den Folgen jetzt fertig bauen lassen. Und hoffentlich wird unser Schaf nicht wieder sofort aufgefressen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis dann. Ciao.